Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe schon wieder ein Haul für euch. Ich war bei Rossmann, ich war bei DM, ich habe ein paar Sachen bestellt und ja, so ist das Ganze entstanden. Ich habe nach Neuheiten geschaut für euch und dann habe ich das ein oder andere entdeckt und was ich auch noch brauchte. Und ja, so spontan Einkäufe waren das eben gewesen. Und ich zeige euch, was ich geholt habe, was ich hier jetzt so auf meinem Tisch stehen habe. Und falls ihr Lust darauf habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Jetzt würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Es ist eine Riesentasche voll. Also ich, wie gesagt, das ist Rossmann, es ist DM und es sind noch so zwei, drei andere Sachen mit dabei, die ich auch bei, also bestellt habe, und ein PR-Produkt ist noch mit dabei. Genau, also ich fange mal an. Ich habe mir einmal Wattepads gekauft von Isana nochmal. Ich benutze momentan irgendwie lieber Wattepads wieder. Ich weiß nicht warum. Die waschbaren Dinge habe ich im Moment nicht so gerne. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich greife lieber dazu und deshalb habe ich mir von Isana nochmal die Baumwoll-Wattepads geholt. Die benutze ich momentan sehr gern, weil die eine schöne Struktur haben. Und ich finde, die nehmen besonders gut irgendwie Schmutz nochmal mit runter. Dann habe ich mir hier einmal von For You Beauty so eine kleine Sprühflasche gekauft. Die ist einfach für den Zweck da. Ich will mir hier Desinfektionsmittel reinmachen. Ich habe so eine große Flasche zu Hause und da fülle ich mir dann ein bisschen was ab. Ich habe zwar genug Sprühflaschen daheim, aber ich fand die hier mit dem rosanen Deckel, also die ist ein bisschen, weil die anderen haben alle noch so ein bisschen Klebereste und so dran. Deshalb habe ich mir die hier einfach mal mitgenommen. Dann habe ich einmal Frühstückstüten gekauft. Die finde ich auch ganz gut. Die sind fett. Dicht und da kann man schön sein Pausenbrot mitnehmen oder halt, wenn man einen Ausflug macht oder so, irgendwas reintun. Obst oder sowas, das funktioniert auch ganz gut. Deshalb habe ich mir die auch wieder mitgenommen. Die waren nämlich leer gewesen bei uns und ich mag die sehr gerne. Dann einmal meine Lieblingszahncreme. Die ist nämlich auch leer geworden und deshalb habe ich auch gedacht, muss ich zu Rossmann, weil es gab 20%, auch bei DM gab es 20% auf Perlweiß. Und dann habe ich mir die mitgenommen, weil die ist nicht ganz so günstig, aber immer wenn die im Angebot ist, nehme ich mir die mit. Jo, deshalb auch ein Nachkaufprodukt, absoluter Favorit aus der Drogerie. Ein Nachkaufprodukt ist auch das hier, das hatten sie zum Glück noch, eine limitierte Edition von Genuss Plus aus dem Rossmann. Das ist ein knapper Gramm Exotik mit Mango, Banane, Mandel, Cashew und Kokos. Schmeckt wirklich, wirklich, wirklich gut. Das war in der Rossmann schön für mich Box drin gewesen, da konnte ich das probieren und das hat mir mega gut geschmeckt, deshalb habe ich mir das nochmal mitgenommen. Ich hätte es gerade zweimal mitnehmen sollen, weil es schmeckt wirklich gut. Dann habe ich mir einmal Tempos mitgenommen. Das sind einmal die Minis. Ich mag die Mini-Packs sehr gern, weil die in meine kleine Handtasche reinpassen. Und deshalb kaufe ich mir immer mal die Tempos für unterwegs. Die halten ewig bei mir. Ich brauche ganz selten mal ein Tempo oder so. Aber ich habe trotzdem immer gern ein Tempo mit dabei. Dann habe ich was sehr Interessantes entdeckt. Und zwar von Compeed gibt es einmal ein Anti-Blasen-Stick. Das ist ein Blasenstick, den man hochdrehen kann wie so ein... Also ich packe den mal aus. Ne? Der ist wie so ein... Lippenstift, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, doch, wie so ein Labello ist der gemacht. Und den kann man sich auf die Füße, also auf die Stellen am ganzen Körper kann man das anwenden, draufgeben und dann soll man keine Blasen bekommen. Das kann man für alle Körperstellen benutzen. Rückstandsfrei lässt sich das entfernen, lässt sich geschmeidig auftragen, handliche Packung für unterwegs. Schützt die Haut unsichtbar vor Wundscheuern und Blasenbildung. Ich denke mir, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man zwischen den Beinen, also an den Oberschenkeln auch so, ich meine, da gibt es ja jetzt auch schon was, ne, in der Drogerie, was man dafür benutzen kann. Dafür ist der Stick wahrscheinlich zu teuer, aber der ist vielleicht auch nicht schlecht, ne, für irgendwelche anderen Sachen, wo man sich eben wundlaufen, wundscheuern kann beim Sport oder wie auch immer. Ich werde den ausprobieren. Der ist, gebe mir jetzt gerade mal so ein bisschen drauf, der fühlt sich ganz gut an, nur so ein bisschen, riecht auch gut. Riecht wie frisch geduscht, also der hat einen ganz tollen Duft, fühlt sich so ein bisschen ölig an, wie so ein Balsam in der Art. Ja, da bin ich sehr gespannt, den werde ich mir mal in die Handtasche tun. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass der mir schmilzt in der Handtasche. Könnte sein bei dem Wetter. Muss man einfach mal ausprobieren. Ich habe oft Schuhe, die einfach, wenn die neu sind, wirklich überall drücken und scheuern und dann habe ich keine Lust mehr. Deshalb habe ich gedacht, nehme ich den mit für Vorbeugung, für solche Sachen. Ja, dann habe ich mir hier noch zweimal, weil ich es so gut finde, von Evelyn bei DM diese Mikrofaser-Reinigungshandschuhe gekauft. Also ich habe mir einmal noch die Kratzer gekauft, weil die, ich feiere die so.
Das benutze ich im Moment hoch und runter und ich habe halt nur eins. Und die sind so klasse, die kannst du waschen. Ich habe die bei 90 Grad schon gewaschen, da passiert gar nichts. Ich bin echt begeistert von der Qualität, wie gut die sind, diese Handschuhe. Und da habe ich mir einmal in Mintfarben und einmal die Mieze noch mitgenommen. Ja, damit ich einfach noch zwei habe. Meine anderen benutze ich gar nicht mehr. Ich habe noch so schwarze, die benutze ich noch sehr, sehr gerne. Die sind von, ach, das war irgendeine schöne, aber auch teure Marke. Und die sind halt total günstig. Und ich mag die. Also deshalb habe ich zwei mitgenommen, ja. Mikrofasertücher habe ich aber auch mitgenommen zum Reinigen für meinen Haushalt nochmal. Das sind die Reinigungstücher aus Mikrofaser. Die sind mit Hoch- und Tiefstruktur, mag ich besonders gerne zum Staubwischen. Ja, und da durften einmal die drei noch mit, weil ich habe die jetzt letztens schon mal gekauft, habe sie mir aber jetzt nochmal mitgenommen, weil ich die richtig, richtig gut finde zum Spülen und sauber machen und irgendwie nehmen die den Schmutz besser auf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, schöne Reinigungstücher. Dann habe ich einmal noch fürs Auto einen Desinfektionshandschaum mitgenommen, weil das flüssige Desinfektionsmittel mag ich im Auto nicht so gern, weil man sich da ganz schnell auch das Auto mit versaut, das Lenkrad und so weiter, wenn das in den Händen runtertropft und so. Und deshalb habe ich mir so einen Schaum nochmal fürs Auto mitgenommen. Der tropft auch nicht runter und der ist von Sacrotan, ne? Passt gut vorne rein in meine Mittelkonsole. Ich bin halt immer noch, also ich bin ein totaler Desinfektionsmensch. Ich desinfiziere meine Hände wirklich immer noch sehr viel. Ich bin da echt noch geschädigt von dem bösen C und ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie, ich bin eh immer empfindlich gegenüber Keimen und so. Ich bin da irgendwie so, keine Ahnung. Und deshalb habe ich das immer noch ja, so drin mit dem Desinfektionsmittel. Naja, auf jeden Fall, dann war ich ja bei DM. Dann habe ich hier endlich in meiner Filiale jetzt bekommen, dieses Honey Melon Handserum mit Panthenol. Das wollte ich unbedingt mitnehmen. Also das gab es ja beim letzten Mal nicht, als ich da war. Ich habe ja die Handmaske schon, die Handtuchmaske, die Seife, dieses Hand Gel to Oil ist es, glaube ich, diese Handmaske habe ich auch. Und dieses Serum probieren wir jetzt mal aus. 2 bis 3 Pumpstöße auf den Handrücken auftragen, sanft einmassieren. Das sieht so toll aus. Allein die Verpackung gefällt mir. Die haben das ein bisschen versteckt hingestellt, sodass man das gar nicht so wirklich sehen konnte. Aber das ist wirklich hier so ein Serum, ne? So ein geliges Serum. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Oh, Leute, das riecht so gut. Ich finde diese Balea-Reihe absolut gelungen. Und ich hoffe, das wäre so toll, wenn das im festen Sortiment bleiben würde, ne? Weil das riecht einfach so mega und ich glaube, das würde auch gut ankommen bei vielen Leuten. Ein Handserum habe ich so auch noch nicht gehabt, finde ich ganz spannend. Ich mache das ja immer so, wenn ich ein Serum im Gesicht benutze und den Rest verteile ich dann auch auf meinen Händen, weil die Hände sind ja auch so, da guckt man ja auch immer sehr drauf und die Hände verraten ja auch das wahre Alter. Wisst ihr, wie ich meine? Da sieht man das immer ganz gut dran. Das Serum ist super, zieht ein, klebt gar nicht, klebt überhaupt nicht, fühlt sich schön trocken an, hinterlässt einen affengeilen Duft, fände ich richtig gut. Richtig, richtig toll. Glycerin ist hier auch drin, das merkt man auch, ne? Also das macht wirklich die Haut schön, schön geschmeidig, sage ich jetzt mal. Also ein sehr geiles Produkt. Wirklich, bin begeistert und froh, dass ich es mitgenommen habe. Dann habe ich einmal von Facel, einmal vom Rossmann mir noch einen Intim-Waschschaum mitgenommen, Soft and Care. Das ist mit sanftem Duft- und Feuchtigkeitskomplex. Wollte ich gerne mal mitnehmen, weil mein Intim-Reinigungsgel ist jetzt fast leer. Ich habe zwar irgendwo noch einen stehen, aber Leute, wisst ihr was? Ich weiß nicht mehr, wo das steht. Ich hatte mir das letztens gekauft, ich weiß nicht mehr, wo das steht. Ah, das riecht super und ich muss auch jetzt langsam mal hier meine Backups ein bisschen aufräumen. Ich wollte das gerne aber mit euch abfilmen, nur ich habe nicht so viel Zeit momentan. Ja, und deshalb habe ich mir den jetzt einfach nochmal mitgenommen. Das wird ja nicht schlecht, selbst wenn das hier noch irgendwo steht. Für meinen Freund habe ich eine neue Nagelschere mitgenommen. Er hat irgendwie total die stumpfe, komische Nagelschere, die er schon seit seiner Kindheit irgendwie benutzt. Und die ist ganz komisch. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich kaufe dir jetzt mal eine neue im DM. Und da habe ich hier einfach von Ebelin eine Nagelschere mitgenommen. Ich hoffe, dass die ihm passt. Dann gibt es was ganz Neues und zwar von Perwoll, dieses Renew. Ihr wisst ja, ich liebe das, dieses rote bzw. violette. Ich habe mir das nochmal mitgenommen. Und ja, das ist Blütenmeer. Das ist für dunkle Farben geeignet. Also es ist eher für dunkle Farben, steht hier oben. Und ich habe auch noch nicht dran gerochen. Ich habe es blind gekauft. Das ist ein ganz neuer Duft und oh, das riecht auch sehr gut. Das riecht so ein bisschen frischer, aber trotzdem so schön wohlig, nach Baumwolle, frisch bezogenem Bett, wisst ihr, es ist so ein richtig schöner Duft, ist das, ja, so Baumwollblüten, würde ich sagen, Blütenmeer heißt das.
Ja, riecht sehr gut. Ich bin gespannt, ob die Wäsche dann auch so gut riecht, aber ich verlasse mich da mal drauf, weil ich bin wirklich von Perwoll sowas von begeistert. Ja, und da gab es eine Aktion. Und diese Aktion, ich zeige euch die Sachen. Ich habe zwar im letzten Haul schon Waschpulver und so gekauft, aber ich habe mir gedacht, nee, das mache ich jetzt, weil das wollte ich eh benutzen. Ich habe mir hier vom Persil, wenn du diese Disc gekauft hast, das sind jetzt 4-in-1 Disc, dann kann ich die auch mal ausprobieren. Die sollen sehr gut sein auch, ne? Haben einige von euch auch schon gesagt. Sind 20 Stück, ist eine Sondergröße, habe ich mir einmal für Buntwäsche und für Weißwäsche mitgenommen. Kann ich halt dann mal testen, stelle ich einfach ins Backup. Da konnte man sich so ein Perwoll-Ding umsonst dazu aussuchen. Und die kosten ja 4,45 Euro, also habe ich mir gedacht, ich brauche das eh irgendwann. Man wäscht ja sowieso immer und immer wieder. Es nimmt ja nie ein Ende und deshalb habe ich gedacht, nehme ich mir das mit und teste dann diese Disc mal aus und teste das hier aus. Ja. Und weil ich dann an dem Regal stand, habe ich mir mein Perwoll Renew Blütenrausch nochmal mitgenommen. Das riecht, ich glaube, das riecht genauso. Hä? Kann das sein? Nee, das riecht anders. Das riecht anders. Das riecht nicht genauso. Das hier riecht ein bisschen lieblicher, ein bisschen weicher vom Duft. Nicht so ganz so frisch, sondern eher blumig und parfümig, würde ich sagen. Das andere riecht ein bisschen frischer. Ja, auf jeden Fall habe ich mir hier meinen Lieblings-Perwoll nochmal mitgenommen. Das riecht so gut und das kann man sowieso auch immer nochmal im Backup gebrauchen. Ja, so ist das entstanden. Dann habe ich hier einmal die Duftkerze Zitronella mitgenommen. Die gab es bei DM auf so einem Aufsteller. Das hat eine Zitronella-Kerze für abends, wenn man draußen sitzt, damit die Stechviecher nicht so kommen. Ich mag das nicht und ich bin immer zerstochen, wenn ich draußen sitze. Und deshalb habe ich gedacht, nehme ich für den Balkon einmal so eine kleine Kerze wenigstens mit. So oft sitzen wir abends nicht draußen. Ich sitze ja meistens irgendwo am PC oder am Laptop oder so, ne? Aber für die Abende, wo wir dann draußen sitzen, ja. Dann habe ich nochmal diesen Fußwohl-Hornhautentferner mitgenommen. Das ist wirklich ein sehr gutes Teil, ne? Ich habe den schon zu Hause. Den habe ich meinem Freund mitgenommen, weil er braucht einen eigenen und ich brauche einen eigenen. Das ist halt einfach so. Der ist wirklich gut. Der ist mit so einem ergonomischen Griff und da könnt ihr eure Hornhaut, also das ist wirklich, hört ihr das? Da könnt ihr eure Hornhaut mit wegraspeln in kreisenden Bewegungen oder halt einfach so. Müsst ihr mal gucken. Ich mag das Teil sehr gerne. Ich hatte das mal als Reel hochgeladen und das hat wirklich viele Aufrufe bekommen und großes Interesse. Das ist ein super Teil. Das ist aus Plastik gemacht, aber das macht meiner Meinung nach sehr schön die Hornhaut und auch sanft die Hornhaut weg. Da waren ein paar Kommentare, dass man das halt nicht, dass die Hornhaut dann doppelt so schnell nachwächst und so weiter. Aber ganz ehrlich, also ich mache meine Hornhaut einfach weiterhin mit sowas weg, weil ich mache das schon immer so und das macht mir auch nichts aus und ich creme auch meine Füße trotzdem regelmäßig ein und trotzdem bekomme ich Hornhaut. Ich laufe halt sehr viel barfuß und deshalb, ich muss zu solchen Mitteln greifen, ich möchte auch zu solchen Mitteln greifen und deshalb für mich ist das fein. Das soll man auch als, also für Diabetiker und Bluter ist das auch geeignet, vor der ersten Anwendung mit dem Arzt konsultieren. Genau, also wenn ihr Diabetiker seid und sowas braucht, könnt ihr ja mal euren Arzt fragen, ob ihr sowas anwenden könnt. Ja, also für mich, das ist eine sanfte Entfernung, finde ich, aber trotzdem effektiv. Ich mag dieses Teil und genau, deshalb wollte ich euch das auch hier nochmal zeigen, dass ich das jetzt nochmal nachgekauft habe. Dann habe ich mir ein Shampoo mitgenommen. Bei Rossmann gab es einen neuen Aufsteller von Alterra. Ich kann euch das auch gerne mal hier einblenden. Ich habe da so ein Reel zugemacht. Da gibt es ganz viele schöne neue Produkte von Alterra. Und hier gibt es ein Phytokollagen-Volumen-Shampoo mit Sea-Sortin and Bio-Papaya, ohne Silikone, vor allen Dingen Silikone, strukturschützend bei feinem und kraftlosen Haar. Fand ich ganz arg spannend, werde ich die Tage ausprobieren. Ist mit Bio-Bambus, Bio-Papaya-Rübe und so weiter, ne? Das ist, ja, alles Mögliche drin, was sich interessant anhört. Ich werde es austesten. Ich hatte noch nie ein Shampoo von Alterra, meine ich. Riecht sehr gut. Riecht wirklich so ein bisschen fruchtig und ich freue mich auf die Benutzung. Stelle ich mir ins Bad, werdet ihr in einem Zwischenfazit-Video dann wahrscheinlich erfahren, ne? Ja, genau, das waren die Produkte aus der Drogerie. Dann habe ich noch einmal von L'Oreal diese beiden Mascaren. Und wenn ich das bis dahin gemacht habe in einem Reel, ich wollte euch einen Vergleich machen. Das ist die Telescopic Lift Extra Black. Die ist richtig gut. Ich liebe diese Mascara. Und dann einmal die normale Teleskopik-Mascara. Die gibt es in Amerika wohl schon, ne? Und die hat so ein ganz kleines, feines Gummibürstchen.
Ich zeige euch mal, die ist so ganz flexibel. Ich mag die ja nicht gern. Deshalb bin ich gespannt, ob mir die gefällt oder ob die mir nicht gefällt. Ich will die austesten mit euch. Und ja, das ist einmal die Mascara, die ihr ja eh schon kennt, die Teleskopik von mir. Ich finde die richtig gut aus der Drogerie, benutze ich mega gern. Ich finde, das ist die beste Mascara von L'Oreal momentan. Also von daher, ich werde die ausprobieren und wie gesagt, blend euch das dann, falls ich es schon ausprobiert habe, ein. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Instagram-Account besuchen oder mir auch gerne dort folgen. Und da könnt ihr dann immer regelmäßig solche Sachen sehen, wenn ich das mal teste. Also ich mache das immer wirklich, wie ich Zeit habe. Ich kann nicht immer jeden Tag machen und tun. Deshalb, ich muss immer an manchen Tagen drehen und dann kommt das dann nach und nach, ne, die Sachen online, genau. Ja, und als nächstes und auch als letztes hat mir Look Fantastic was zugeschickt. Das kam ganz unerwartet und zwar von Olaplex gibt es ein neues Produkt, das Volumizing Blow Dry Mist. Das ist ein Volumizing Spray, also ein Blow Dry Föhnspray sozusagen von Olaplex. Da wollte ich gerade mal dran riechen. Ah, das riecht auch wie die ganz normalen Olaplex-Produkte richtig gut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hat ja so eine patentierte Bond-Build-Technologie, ob man das benutzen kann, wenn man Keratinprodukte benutzt bei den Haaren. Das kann ich nicht sagen. Da müsste ich mal wirklich nachfragen, weil ich traue mich das nicht, das so zu benutzen. Weil Olaplex-Produkte soll man nicht mit Keratinprodukten mixen, sonst brechen die Haare. Und da weiß ich nicht, wie das jetzt bei dem Volumizing Blow Dry Mist ist, ob man das dann so anwenden kann oder ob man... Ihr wisst schon, ne? Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich frage da erstmal noch nach, weil ich glaube, das hat auch diese Technologie hier mit drin. Ist auf jeden Fall ganz neu. Ich wollte euch das zeigen, damit ihr das mal gesehen habt, weil ich weiß, dass einige unter euch total Olaplex verrückt sind. Und ich denke mir, es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Gibt es bei Look Fantastic. Ihr könnt meinen Code da drauf anwenden. Der ist gültig. Kriegt ihr 10-20% auf die kompletten Sachen von Olaplex. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen spannend. Ja, das war mein Haul gewesen, Leute. Es ist ganz schön viel. Es war halt so ein bisschen was für den Haushalt und ja, hier ein Teil. Ach nee, ich habe noch was mitgenommen. Es gibt noch was Neues. Ich bin ja ein absoluter Kaugummi-Kauer, wissen vielleicht einige. Auf jeden Fall gibt es von Worklace Extra Professional einmal White neu, Himbeer-Granatapfel, also in der Sorte Himbeer-Granatapfel und dann einmal in der Sorte, mit einer frischen Formel in der Sorte Melon Mint. Ja, die habe ich mir mal mitgenommen. Die lagen bei DM, das war so witzig. Ich wollte gerade danach greifen und die Frau, die an der Kasse stand vor mir, hat das auch gesehen, dass die neu sind und hat auch direkt nachgegriffen von jedem Einzelnen. Hat gesagt, oh, da muss ich auch direkt mal probieren. Ich so, ja, ich auch, gell. Alles, was neu ist, irgendwie total spannend. Und die so, ja, ja, ich auch, ich nehme die auch direkt mal mit. Also die, ja, werde ich mal ausprobieren, wie die so sind und euch auch vielleicht mal berichten, falls ihr Interesse habt. Aber ich wollte es euch nur zeigen, es gibt 2 neue Sorten, ne? Genau, das war der Haul gewesen. Ich würde mich direkt bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart und zugeschaut habt. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, was ihr von den Produkten schon kennt, was ihr besonders spannend fandet und was ihr unbedingt in dem Zwischenfazit-Video sehen oder hören wollt. Also ihr könnt alle Produkte nennen. Ich guck mal, was ich dann mit reinnehme, ne, was ihr unbedingt sehen wollt. Also ich denke, das Shampoo ist vielleicht für den einen oder anderen echt interessant. Ich finde es super spannend und freue mich da schon drauf, das zu benutzen. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.